Et les finances publiques avec prudence. In every group within a society, within a country, there are rich and poor. And so taxing the rich may be able to distribute some of that wealth. But it's not an issue that is has been resolved, because many states don't want to share their wealth with other states. They might be willing to share within their state, but not between. Denn auch das würde ich als eine Fehlentwicklung interpretieren, wenn jeder nur schaut, dass die Kasse im eigenen Bundesland oder in der eigenen Region klimpert, sondern es sollte schon auch die Solidarität für das Ganze gesehen werden und nicht leiden. And from this pot of money, let's call it so, redistribution is made from the national level, that is the centralized level, even though we are unitary government, to the various local government areas. In Ghana we have 110. Lo que generó los conflictos en México fue la enorme pobreza y marginación en la que vivían las comunidades indígenas, la enorme discriminación a las que fueron sujetas durante muchos años, y lo que tenemos que hacer en este momento son estrategias de políticas públicas que permitan una adición de recursos. O sea, tenemos que triplicar, cuadriplicar los recursos que se enviaban a estas regiones para igualar con el resto de la nación las condiciones de vida de los pueblos indígenas. O sea, la amenaza no es la diferencia cultural, la amenaza es la pobreza en la que viven estas comunidades. Wenn die Machteliten bereit sind, Macht abzutreten und zu den Aufgaben auch die Finanzkompetenzen regeln. Und wenn ein Land einen minimalen Entwicklungsstandard erreicht hat, dass sich die Selbstständigkeit, die Selbstorganisation auch lohnt. Und wenn sie das nicht haben, Zugang zu Ressourcen, dann ist es auch schwierig, bottom-up, also von unten nach oben Strukturen aufzubauen. So far I would say so good. Alles führt auch zum Föderalismus hin. So Napoleon, und von ihm soll auch das geflügelte Wort stammen, la Suisse fédéraliste ou elle n'est pas. Well, I think federalism is an idea of a government in which there is Respekt, Culture, Kompromiss, Multi-ethnic, Solidarity, Democracy, Bürgernähe, Schutz der Minderheiten, Unity and Diversity, Subsidiarity, Machtverteilung, Machtkontrolle. Föderalismus, man kann es nicht definieren. Es gibt keine technische Definition. Es gibt Bücher darüber, man kann es nicht definieren. Federalism is not an ideology. Federalism is a principle. Federalism isn't just about a constitution, it's about a way of life, it's about certain values. Basic value of a federal system has to be the belief in accommodating the values, the aspirations of different people. Föderalismus heißt für mich einmal wahrnehmen und akzeptieren, dass bestimmte Regionen eine andere Geschichte haben, eine andere Mentalität haben und damit auch andere Bedürfnisse haben und dass die auch ein Recht haben, das zu leben. Federalism accommodate diversity while creating a identification of a unity. Ci sono già nell'Unione Europea alcuni principi essenziali che sono propri dei sistemi federali. Il principio di leale collaborazione tra gli Stati. Federalism is decentralization plus the element of the state and the capacity of the federal state to provide not just unity, but a forceful strata
worldwide for the country. Is the partitioning of legislative, executive, and judicial authority between the center and the units, whether they're called provinces or states or cantons, is a matter of nomenclature. The essential point that's common to all of those is that the federal and state, canton, province governments each have their authority from a constitution. There is an attempt to move decision-making closer to the people by sharing of the responsibilities among different levels of government. Well, federalism primarily takes you to the grassroots. In other words, going in for decentralization of power. You can't have a real federation without democracy. I think federalism essentially means subsidiarity, allowing everyone to do what he can do by himself and not imposing an external solution on him. Le Mali a commencé avec 703 communes. Aujourd'hui, nous avons à peu près 701 communes qui existent. Nous avons 701 maires qui ont la responsabilité au niveau local. Nous avons également peut-être 701 difficultés. I find it personally quite a paradox that federal states have been in existence at least since 200 years, but that as far as I know, it is only the last few years that these federal states have decided to meet each other as federal states and to exchange knowledge and experiences. Hey, where do we go from here? Federalism is shaping, evolving. See, as it grows, when we meet each other, we learn new concepts, new techniques. We would shape it for the better. Föderalismus bedeutet an sich ein lernendes System. I'll learn. Learn. To learn. Lerne ich. To learn. To understand. To hear. To listen. It's a collective learning process, especially as the whole idea of federalism and its different forms of federal application of the idea of federalism is an evolving thing. It's not a static concept. Die verschiedenen föderalistischen Systeme haben ihre Eigenheiten. Sie sind mehr oder weniger weit fortgeschritten. Und in diesem Stadium des Prozesses, glaube ich, können alle voneinander lernen. No matter how long one has been in governance or what kind of governance you have been practicing, whether it is of a federal nature, whether it is a unitary nature, there is invariably a lot that one always needs to learn. Wenn wir unser System des Föderalismus nicht jeweils für einen Exportartikel halten, sondern für einen Maßanzug, der nur zu dem Träger passt. Also ich will nicht das Schweizer System in Deutschland einführen und ich mute den Schweizern nicht zu, unseren Föderalismus wahrzunehmen. Wir sind nicht das föderalistische Land schlechthin. Es gibt heute Länder, die den Föderalismus immer noch ganz stark am Entwickeln sind und innovativ hier arbeiten. And I hope that listening to us, some other countries who may be at different stages of development might have something to learn from it. Besides that, we don't need to reinvent the wheel or make mistakes which were already done somewhere within the same political and geographical context. Meine erste Aufgabe war immer, wie ist dieses Problem in anderen Ländern gelöst, damit man dann eben die eigene, für das eigene Land zugeschnittene Lösung überhaupt finden kann. Wenn man das nicht macht heute, dann fährt man viel zu einseitig und wird auch keine gute Lösung finden. Ich glaube, die Schweiz hat die Chance, vor über 150 Jahren ein System aufgestellt zu haben, mit dem sie gut gefahren ist. Und wir nehmen es gerne hin, in Anführungszeichen, wenn man uns das ein wenig abguckt. Standard solutions are not necessarily the right solutions.
Es gibt keine einheitlichen Modelle. Die Ausgestaltung des Föderalismus, die hängt doch sehr stark ab von verschiedenen Faktoren und nicht zuletzt von der geschichtlichen Erfahrung. We have to know the history and the basic foundation of every state, of every culture, to understand what is the concrete solution, what is the practical solution that's been given. All of them are applying the same principle, but they have to apply it in different ways also to meet their own particular circumstances. Switzerland is a tiny country, but a mountainous country. Canada is a huge country. You know, what works perfectly in Switzerland will not necessarily work perfectly in Canada, or vice versa. We learn, well, the anxiety, the basis for their fear, the basis for the paranoia of the other community, and we learn those kind of things. And I think this, what we learn from here, what we gather from here, we are confident will contribute. We can take this experience to the peace process in Thailand, and we believe that will contribute to a peaceful existence. The key to the federalist project is to have two ears. Of course, you have one mouth to speak up for yourself, but you have two ears to listen, because listening is even more important. And I think that's what we need to do more of, is listen to the voices of people who need to be heard. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Einheit des Staates stellen einen Komplex dar, der gerade in der jüngeren Vergangenheit und bis in die Gegenwart wieder enorm an Aktualität gewonnen hat. Der Zerfall der Sowjetunion und des ehemaligen Jugoslawiens haben dies der Welt erneut vor Augen geführt. Of course, a conflict, I can say, is part of us. And sometimes it can arise. In Sri Lanka, the two parties who have been fighting a very violent war, I mean, one of the most violent wars on the globe for the last 20 years, more than 60,000 people are killed. There has been various models which have been developed, which have been suggested, which have been rejected, which have not worked, which have been unsuccessful. In 1990-91, nous avons eu une rébellion Touareg au nord du Mali. C'est une minorité, certes, mais elle est malienne. Nous avons fait la guerre, mais nous sommes revenus à une table de négociation et nous avons fait un pacte national de paix et de sécurité au nord. Denken Sie in der Schweiz etwa an die Jura-Frage. Wäre der Jura ein Teil eines Einheitsstaates, so hätte das den ganzen Staat zum Explodieren bringen können. Ich kann nur sagen, dass der Föderalismus eine große Chance bietet, für multiethnische Gesellschaften Autonomie und Einheit miteinander zu verbinden. Die Grundidee des Föderalismus, nämlich dass Multiethnizität nicht etwas eine Last ist, sondern im Grunde genommen ein Trumpf, ein Reichtum, den man fördern muss, diese Grundidee findet man in den föderalistischen Verfassungen und vor allem auch in der Präambel unserer Bundesverfassung. Ja, this is the best way to keep everyone together. Und umso größer der Staat, umso unterschiedlicher die Sprachen und die Kulturen, umso wichtiger ist es, dass es ein föderalistisches System gibt. Und es gibt ja viele Bereiche, die brauchen nicht eine einheitliche Lösung zu finden, sondern die können sehr gut lokal, regional, sprachlich, ethnisch oder nach anderen Grundsätzen aufgeteilt gelöst werden. Wir Politiker sind ja häufig nach oben Föderalisten, weil wir nicht wollen, dass man uns dreinredet, aber wir sind nach unten Zentralisten, weil wir unter uns alles so haben möchten, wie wir es möchten. Es kommt darauf an, ob man wirklich den Gliedstaaten oder den verschiedenen Gemeindewesen genügend autonom, genügend Autorität gibt, autonomen Spielraum und auch Kompetenzen, sich selbst zu entwickeln. Thank you.
federalism sometimes doesn't work. It could lead to secessionism. What we mean by multiculturalism in the United States, you know, we are the great melting pot. We would rather melt than federate. That's a good motto. Rather better melt than federate. One of the biggest fears that they have is that their own identity is going to be lost in this big, huge country that you're going to be in. So if they can, to some extent, maintain that identity and be conscious of the fact that they are able to decide on their own fate, and there is a certain constitutional unit that is provided for them to do so, I think that's going to be extremely useful. Without sacrificing their diversity and their individuality, I think that's the key, because individuals must be allowed to feel that they are free to, you know, to express themselves, to have their language, to have their own, you know, pattern of behavior. But this has to be tempered somehow with international norms, the norms that have been all agreed in human rights, in other aspects, and that's where the balance comes. Es gibt immer wieder den Zusammenstoß zwischen individuellen Rechten und Gruppenrechten, und da müssen die Minderheiten einen speziellen Schutz, spezielle Rechte haben. Las sociedades occidentales basaron parte de su desarrollo en derechos individuales. Las comunidades indígenas están basadas en desarrollo en derechos colectivos. We in Canada also have developed group rights, that is, rights that inhere in the individual by reason of his or her belonging to a group, which have been very, very important in our federalism and in protecting minority rights. So really, federalism is the key to integration of a culturally, ethnically disparate people. Ich kann mir umgekehrt niemand, keine Rechtsordnung, keine institutionelle Ordnung vorstellen, wo mit einer zentralistischen, nicht föderalen, dezentralen Struktur solche Minderheiten zu ihrem Recht kommen. Vor allem auch in vielen Entwicklungsländern hat man entdeckt, dass die Zukunft eigentlich nicht in rein ethnisch klaren Nationalstaaten liegen kann, denn das würde zu einer totalen Zerzettelung aller Staaten führen, sondern dass der Föderalismus als Grundgedanke, die Vielfalt in der Einheit zu leben, wie es in unserer Verfassung heißt, eben eine zukunftsweisende Idee ist. And then the need at the same time for people coming together, saying, well, we have a different religion, or we have a different culture, or we have a different language, but there's still an advantage to sharing a common political space. Today we talk globally, we think globally, people are beginning to have global visions, so there is a greater deal of integration economically, socially, politically. Gerade in einer globalen Welt braucht es auch die Identität des Kleinen, also der